gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und willkommen zur Drehscheibe Lausitz am 11. Oktober. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen halben Stunde mit den neuesten Nachrichten und Beiträgen aus der Lausitz. Wir beginnen die Sendung mit Parkplätzen. Doch ich rede nicht von Orten, wo Sie Ihr Auto stehen lassen können. Die Hauptradesaison ist zwar vorbei, viele schwingen sich dennoch auf ihr Rad. Und wo diese dann sicher und trocken abgestellt werden können, das zeigen wir Ihnen jetzt. Neben dem Lausitz-Center wird es ab sofort eine abschließbare Fahrradgarage geben. Laut Stadtverwaltung entsteht sie auf der Fläche zwischen Center und Zentralpark. Die Anlage wird 8 Boxen mit Platz für bis zu 12 Fahrrädern bieten. Seit März gibt es eine solche Garage auch in der Altstadt am Bahnhof, die schon über 100 Mal genutzt wurde. Dabei gab es auch 2 langfristige Jahresbuchungen. Die neue Fahrradgarage soll das sichere Abstellen von Rädern in der Innenstadt erleichtern. Die Umgestaltung des Mühlteichs im Schmölln-Putzkauer Ortsteil Schmölln soll im Februar 2025 beginnen, sobald bauoffenes Wetter herrscht, wie Bürgermeister Achim Wünscher auf Anfrage erklärt. Die Vergabe der Bauleistung soll demnach nach erfolgter Ausschreibung Mitte Dezember erfolgen. Der ursprüngliche Zeitplan konnte leider nicht eingehalten werden, da sich verschiedene Hemmnisse bei den Witterungsbedingungen im Grund des Teiches, aber auch bei entsprechenden Beprobungen ergeben hatten, so der Bürgermeister weiter. Die zu vergebenen Leistungen umfassen unter anderem den Neubau eines Trennbauwerkes und eines Umgehungsgerinnes sowie die Anpassung der Gewässersohle unterhalb der Straßenbrücke. Dadurch soll eine bauliche Trennung zwischen dem Hoyerswerderer Schwarzwasser und dem Teich erreicht werden, da erst durch die mitgeführten Sedimente zur Verschlammung und zu starkem Bewuchs der Teichfläche beiträgt. 3, 2, 1. Wer am 8. November noch nichts auf dem abendlichen Plan zu stehen hat, sollte ab 19.30 Uhr der Kulturfabrik Hoyerswerda einen Besuch abstatten. Zum letzten Mal in diesem Jahr findet eine Veranstaltung besonderer Art statt. Ein Projekt aus meinem Bereich ist die Kulturtheke, die wir im letzten Jahr hier neu errichtet haben. Und die Kulturtheke hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue Veranstaltungsformate für die Kulturfabrik zu entwickeln. Das ist quasi Kultur von jungen Leuten für junge Leute. Und ein sehr gut etabliertes Format möchte ich hier heute kurz vorstellen. Das ist nämlich unsere Karaoke Night, die wir jetzt schon seit einem Jahr sehr erfolgreich eigentlich bei uns im Haus durchführen. Also das kann man sich insgesamt in sehr lockerer Atmosphäre eigentlich vorstellen. Wir machen das immer bei uns im Café Auszeit in der Kulturfabrik. Also in einem stimmigen Ambiente, sage ich mal, alles sehr angenehm und locker. Es ist niemand bei uns gezwungen, auf der Bühne zu singen. Ja, also wir freuen uns auch über reine Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist auch immer wichtig, die einfach für Stimmung im Café dann sorgen. Freuen uns aber auch über jeden, der den Mut auf sich nimmt, sich auf die Bühne zu stellen und einfach ein Lied seiner Wahl zu präsentieren. Und das geht wirklich quer durch den Gemüsegarten, möchte ich mal sagen. Also da ist von Rammstein bis Marianne Rosenberg haben wir da tatsächlich alles schon dabei gehabt. In den letzten 2 Karaoke-Veranstaltungen war es so, dass überwiegend immer die gleichen auf der Bühne waren. Deswegen sind wir jetzt auf der Suche nach Frischfleisch sozusagen, um einfach die Bandbreite ein bisschen zu erhöhen. Die nächste Karaoke findet bei uns am 8.11. Wieder hier im Café Auszeit statt. Wir beginnen um 19.30 Uhr auf der Bühne. Das Café ist ab 18 Uhr geöffnet. Wer also sich vorher schon ein bisschen Mut antrinken möchte, kann das gerne bei uns tun. Der Eintritt ist frei. Genau, einfach ein bisschen Lust und Laune mitbringen. Bisschen Spontanität und Kreativität und dann, denke ich, kann es für alle ein lustiger Abend werden. Der Bärwalder See in Boxberg ist der größte Binnensee im Freistaat. Mit der direkten Nachbarschaft zum UNESCO-Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft bietet der See einen perfekten Ort zur Erholung. Lange Zeit hat hier aber etwas gefehlt: Wassertouristik. Das hat sich jetzt aber verändert.
Das erste Fahrgastschiff auf dem Bärwalder See wurde zu Wasser gelassen. Die MS Dürmtal, 22 Meter lang und für bis zu 120 Passagiere ausgelegt, wurde per Schwerlasttransport aus der Leipziger Seenplatte in die Lausitz gebracht. Das Schiff wurde in Boxberg mit einem Kran ins Wasser gesetzt und fuhr dann in seinen neuen Heimathafen Klitten. Am 25. Oktober soll es neu getauft werden, mit ersten Schnupperfahrten für Besucher. Zwei Lausitzer Unternehmer kauften das Schiff und gründeten die Bärwalder Schiff GmbH, um es auf dem Bärwalder See einzusetzen. Ab März 2025 sind täglich 5 Rundfahrten geplant, bei denen auch die Geschichte des Sees vermittelt wird. Das Projekt Theater auf Rezept des Fördervereins der Neuen Bühne Senftenberg startet erneut jetzt auch mit der Unterstützung des Lions Club Senftenberg. Dabei sollen Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer persönlichen Entwicklung und erschwerender Umstände ihrer sozialen Situation die Möglichkeit bekommen, einen kostenlosen Theaterbesuch per Rezept verordnet zu bekommen. Diese werden bei einer der Vorsorgeuntersuchungen durch einen Arzt oder eine Ärztin verschrieben. Diese Gutscheine gelten dann für das Kind inklusive einer Begleitperson. Finanziert wird das Projekt durch Spenden. Momentan ist die Senftenberger Kinderärztin Martina Gog die einzige, die Gutscheine vom Theater erhält und nach Ermessen verschreibt. Daher freuen sich der Förderverein der Neuen Bühne Senftenberg und das Theater sehr über weitere Kinderärztinnen und Ärzte aus der Region, die sich diesem Projekt anschließen. Ebenso werden weitere Fördernde und Spender gesucht, um das Projekt über viele Jahre hinweg fortzuführen. Das Martin-Nowak-Neumann-Haus im Weißenberger Ortsteil Nechern muss saniert werden. Dies ist das Ergebnis einer Begutachtung der aus dem 18. Jahrhundert stammenden Bausubstanz. Laut Katja Liesner vom Regionalverband Bautzen der Domowiner zeigten sich dabei erhebliche Schäden an den Außenmauern und an den Holzbalken des Fachwerks. Der Bund Lausitzer Sorben Domowiner ist Eigentümer des früheren Wohnhauses von Martin Nowak-Neumann, einem sorbischen Künstler, der von 1900 bis 1990 lebte. Wie von diesem testamentarisch verfügt, hat die Domowiner das Fachwerk und das benachbarte Atelier als Museum eingerichtet. In Vorbereitung der Sanierung soll nun ein Konzept für weitere Nutzungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Die Sperrung des Radweges im Lauchhammer Ortsteil Grünewalde vom Storchennest in Richtung Tröbitz bis zum Bereich der Bungalow-Siedlung muss bis zum 31. Dezember diesen Jahres verlängert werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Laut LMBV wurde die Erneuerung der Asphaltschicht durch das beauftragte Unternehmen nur mangelhaft ausgeführt. Die Frist zur Nachbesserung bis zum 30. September wurde nun bis Jahresende verlängert. Ursprünglich sollte der Bau bereits im Frühjahr abgeschlossen sein. Eine Umleitung der 4 befahrenen Strecke für Radfahrer ist ausgeschildert. Im Botanischen Garten in Herzberg-Elster schreiten die Bauarbeiten am neuen Teich zügig voran. Aktuell befindet sich das Projekt in einer entscheidenden Phase, bei der die Grundlagen für ein nachhaltiges und naturnahes Gewässer geschaffen werden sollen. In den kommenden Tagen soll die Befüllung des Teiches vorgenommen werden. Bis dahin werden alle notwendigen Arbeiten abgeschlossen sein, um ein stabiles und attraktives Gewässer zu schaffen, das sowohl ästhetisch ansprechend als auch ökologisch wertvoll sein wird, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Stadt Bautzen hat Dominik Pietschmann die Ratsmedaille für seine herausragende schulische Leistung und sein gesellschaftliches Engagement verliehen. Pietschmann, der sein Abitur mit der Note 1,0 abgeschlossen hat, wurde vom Schiller-Gymnasium nominiert. Neben seinen schulischen Erfolgen engagiert er sich als Klassen- und Kurssprecher in Schulprojekten und außerhalb der Schule. Dazu zählte unter anderem seine Mithilfe beim Projekt 1000 Bäume für Bautzen und seine Leitung eines Schulbibelkreises. Die Stadt gratuliert ihm herzlich zur Auszeichnung und hofft, dass er Bautzen auch in Zukunft verbunden bleibt. Die Kindereinrichtung Horthausen in Bischofswerda verschenkt ihr Mobiliar. Darunter sind zum Beispiel 50 Polsterstühle, Kindergartenstühle und Stapelhocker erhältlich. Auch einige Schlafmatten werden von der Einrichtung abgegeben. Kontakt gibt es per Telefon. Eine Abholung ist nur unter vorheriger Absprache möglich. Obwohl das Mobiliar verschenkt wird, freut sich die Einrichtung über eine kleine Spende. Wir kommen zu unseren aktuellen Polizeimeldungen. Gleich mehrere Unfälle beschäftigten gestern die Polizei in der Elbe-Elster-Region.
Zwischen Lichterfeld und Lieske krachte ein LKW und ein Skoda zusammen. Der LKW hatte das Auto beim Abbiegen gestreift. Niemand wurde verletzt. Der geschätzte Sachschaden belief sich allerdings auf rund 5.000 Euro. Bei einem Spurwechsel im Gröbitzer Weg in Fensterwalde gerieten ein Skoda und ein VW aneinander. Die Schäden summierten sich hier auf mindestens 8.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Fällen aufgenommen. Unter dem Einfluss von Cannabis war ein Transporterfahrer am Mittwochabend in Großrehschen unterwegs. Polizisten hatten den Wagen auf der Freien Hufener Straße für eine Verkehrskontrolle gestoppt. Der junge Mann hatte selbst angegeben, vor Fahrtantritt die Drogen zu sich genommen zu haben. Zur Sicherung von Beweisen wurde eine Blutprobe veranlasst und dem 22-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes hat am Mittwoch ein Auge auf die B96 in Oppach geworfen. Die Beamten bauten die Messanlage am Abzweig Lindenberger Straße auf. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Innerhalb der 5 Stunden fuhren ca. 1600 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei. Das Ergebnis waren rund 25 Überschreitungen. Schnellster in Richtung Wurbis war ein Motorradfahrer, welcher mit 111 km/h geblitzt wurde. Ein Punkt und 200 Euro Bußgeld werden die Folge sein. Wenn man einen Hund zu Hause hat, dann muss man am Tag mindestens 3-mal raus. Und wir haben Spaß dabei. Nur der Spaß ist weg, wenn die Knie, die Gelenke wehtun. Meine Frau besorgte mir in der Apotheke Rosaxan. Ich habe es ausprobiert und für gut befunden. Endlich bin ich schmerzfrei und wir zwei können wieder draußen unsere Runden drehen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Gestern haben wir Ihnen ja schon einen kurzen Überblick über die Florian, die Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz, gegeben. Diese geht noch bis morgen und bietet spannende Einblicke in die Welt des Blaulichts. Falls Sie die Messe leider nicht besuchen können, haben wir heute einen ausführlichen Bericht mit allen Highlights für Sie im Programm. Viel Spaß! Also die Messe Florian ist ja schon seit vielen Jahren für die sächsische Staatsregierung, insbesondere natürlich fürs Innenministerium, eine ganz wichtige Messe, um nicht zu sagen die wichtigste überhaupt, weil wir hier die neueste Technik für alle Lebensretter und Schützer finden und ausstellen können. Also der Stellenwert ist natürlich enorm. Also wir sind ganz froh, dass wir so einen Standort hier in Sachsen, in Dresden haben. Fachtagungen mit Vorträgen sind das eine. Allein der Austausch in den Pausen mit den anderen Teilnehmern ist immer noch sehr inspirierend. Und wenn man dann noch durch die Hallen läuft und natürlich entsprechende Produkte sieht und sich auch noch mal mit dem einen oder anderen Hersteller austauschen kann, ist das natürlich absolut gewinnbringend. Das heißt Theorie, Praxis, Wissen, Know-how, Vernetzung, das ist das, was hier zählt. Und eigentlich freut man sich in jedem Jahr schon wieder darauf, nach Dresden kommen zu können. Also es hat auch was Familiäres hier und das ist einfach große Klasse. Ja, die Messe Florian hat nicht bloß ein Stellenwerk in Sachsen, sondern darüber hinaus, mittlerweile schon europaweit. Wir haben Gäste hier aus Slowenien, aus Tschechien, Kroatien, Polen und natürlich aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Messe ist nicht nur ein Highlight zur Ausstellung der modernen Technik von den Herstellern und der Ausrüstung, sondern das Entscheidende hier für die Messe ist die Verknüpfung mit Fachbeiträgen, mit Symposien, die stattfinden, zu vielen, vielen Themen, angefangen im Rettungsdienstbereich bis hin Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz. Also ein großes, breites Spektrum. Wir haben heute früh gerade die Hochwassertagung der Kommunen eröffnet zum Thema Starkregenereignisse. Also all das sind Facetten, die hier fachlich mit beleuchtet werden, wo natürlich dann die Technik der Aussteller mit dazukommt. Ganz wichtig für uns seit einigen Jahren ist ja das Thema Vegetationsbrandbekämpfung. Wir hatten ja einige große Waldbrände in Sachsen in den vergangenen Jahren. Und da haben wir ein Programm aufgesetzt. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren insgesamt 30 Millionen Euro zusätzlich für den Bereich Vegetationsbrandbekämpfung eingestellt. Und da haben wir jetzt die erste Technik, die da ist, die wir ausstellen können. Und das wollen wir den Menschen hier gerne zeigen. Für uns ein ganz wichtiger Punkt. Ja, die AG Fredi, das Ganze steht für Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehren im Rettungsdienst, veranstaltet
hier auf der Florian Esketec, die Fachtagung Rettungsdienst, in diesem Jahr zum 5. Mal. Wir haben zuschauermäßig knapp 400 Zuschauer in diesem Jahr. Da geht es natürlich um medizinische Themen des Rettungswesens. Alles das, was die Zukunft uns beschwert. Das kritische Kind ist immer wieder ein Thema, aber natürlich auch Themen wie Sonografie im Rettungsdienst stehen an. Wir haben ja auch noch eine zweite Fachtagung im Programm, die zweite Fachtagung Sonderlagen- und Katastrophenmedizin, die wir zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin veranstalten. Da geht es natürlich um Amok, Terrorlagen, Sonderlagen, die nicht wirklich schön sind. Aber auch da sind wir natürlich aufgrund der Zeit gefordert, uns darauf vorbereiten, mit strategischen Ausrichtungen, mit Einsatzkonzepten. Und deshalb ist es umso wichtiger, auch dieses Themenfeld zu bespielen. Hallo liebe Zuschauer, wir sind heute in der Energiefabrik in Knappenrode mit der Museumsleiterin Maria Schöne und die erzählt uns heute ein bisschen was über das Herbstfeuerfest, das jetzt am Samstag ansteht und auf das Gelände der Energiefabrik einlädt. Frau Schöne, wann geht's los? Ja, wir laden die Gäste ab ca. 15 Uhr bei uns ein. Das Museum ist natürlich vorher wie üblich geöffnet, aber ab 15 Uhr beginnen die Festivitäten. Und was ist jetzt eigentlich das Besondere an dem Herbstfeuerfest? Das ist ja doch so ein bisschen gediegener, ein bisschen was anderes als die üblichen Festlichkeiten. Ja, na, wir nehmen die Gäste mit auf eine kleine Zeitreise. Wir drehen die Uhr zurück, als die Lausitz noch vor allen Dingen Heide war, Wald und Moor. Und schauen, welche Schätze der Lausitz damals eine Rolle gespielt haben, wie die Menschen damals gelebt haben und wie sie sich unterhalten haben. Hauptenergieträger war natürlich das Feuer damals, sowohl für die Wärme als auch für das Licht. Entsprechend spielt Feuer beim Herbstfeuerfest, wie der Name schon sagt, eine große Rolle. Aber auch die Unterhaltung war handgemacht, so wie auch die Materialien im Hause handgemacht waren und die Lausitz bietet ja außer der Kohle, die wir alle gut kennen, noch ganz andere Rohstoffe. Also ich rede hier von Raseneisenerz, von Wachs, von Harz. Holz spielte natürlich eine ganz, ganz große Rolle im Alltag. Und ja, wir wollen die Gäste mit auf eine kleine Zeitreise nehmen in die Zeit der Vorindustrialisierung. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, es gibt die Möglichkeit, dort auch selbst aktiv zu werden. Absolut, und zwar für Groß und Klein. Also man kann sich in der Schmiedekunst üben, man kann Korb flechten, man kann weben, Kerzen ziehen, man kann sowas wie reiten. Ich verrate an der Stelle nicht mehr. Man kann sich auch mal anschauen oder mitspielen, welche Spiele damals, also im Mittelalter eher, gespielt worden sind, weil die digitalen Medien, so wie heute, die gab es natürlich nicht. Und man musste vor allen Dingen in der dunklen Jahreszeit schauen, wie man sich beschäftigt. Und können Sie uns verraten, wer jetzt hier quasi um die Ecke wohnt, bei wem man vielleicht auch mal im Geschäft reinlunzen kann? Na, da haben wir jemanden vor Ort, der vor allen Dingen so kulinarische Besonderheiten mitbringt, selbstgemachte Marmelade zum Beispiel. Also wenn der kleine Hunger kommt, da ist bestens vorgesorgt? Da ist absolut bestens vorgesorgt, auch sehr traditionell mit Buchweizenplinsen, Stockbrot zum Beispiel und natürlich herzhafte Grillangelegenheiten oder einem warmen Süppchen. Aber für Stockbrot braucht man ausreichend Lagerfeuer? Ja. Wir haben ausreichend Feuer am Start. An verschiedenen Stellen auf dem Gelände verteilt? Ja, an verschiedenen Stellen. Und wem das nicht reicht, sich am Feuer zu wärmen, ich hatte vorhin angesprochen, die Unterhaltungskunst und dass eben die digitalen Medien noch nicht am Start waren und man sich vor allem Geschichten erzählt haben. Das heißt, man wird an den Feuerschalen Märchen lauschen können. Märchen und auch musikalisch, habe ich gehört, ist auch etwas geboten? Ja, wir haben traditionelle Musik aus dem Mittelalter, Musiker da und eben einen Märchenerzähler, der die Leute mit auf die fantastischen Reisen nimmt in die Märchenwelt.
Aha, also ich als zweifache Mami muss mal nachfragen, für die Kleineren ist was dabei, ist für die Kleinsten vielleicht auch noch was dabei? Ich glaube, die Märchen sind auch für die Kleinsten. Wir haben aber auch so Bastelstand, sage ich jetzt mal, wo die Kleinsten mit Mineralien was machen kann, mit Holz, wo man sich auch zum Beispiel, man kann sich zum Beispiel auch mal Bogenschießen üben. Und wer sich traut, also wir gucken dann noch ein bisschen in die Zukunft rein, wo die Industrialisierung und die Fabrik ihre Schatten vorauswirft und wir die Kinder und Erwachsenen ab 17 Uhr auf eine Taschenlampenführung in die Fabrik einladen. Oh. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und zum Abschluss gibt es zu einer etwas, man möchte fast sagen, früheren Stunde das Highlight sozusagen. Wobei ich, wie gesagt, das schon sehr bevorzuge, dass für Eltern auch von Kindern, dass es nicht so spät ist. Nämlich das große Feuerwerk, genau. Ja, das ist eine Tradition bei uns und wir sagen immer, das Herbstfeuerfest leitet so die besinnliche Jahreszeit ein. Und wenn man so mal in das Mittelalter zurückguckt, war die dunkle Jahreszeit schon sehr auf die Familie, auf das Drinnen bezogen, während man im Sommermonaten, im Frühjahr viel draußen, vor allem auf dem Acker auch zu tun hatte. Und diese Familienzeit, die wollen wir als was besonders Schönes auch einläuten und ich persönlich freue mich immer sehr auf den Herbst und auf die Winterzeit, dass man zu Hause was machen kann, man kann zusammen basteln, man kann sich Geschichten erzählen, Zeit miteinander verbringen und deswegen läuten wir diese schöne Zeit mit einem großen Feuerwerk gegen 20 Uhr ein. Sehr schön. Liebe Zuschauer, dann hoffe ich, dass der liebe Wettergott recht hat, nämlich am Samstag soll es noch schön und trocken bleiben, am Sonntag geht es dann wieder los mit Regen, der gehört zum Herbst dazu. Deswegen sind Sie herzlich eingeladen, von uns und auch von der Energiefabrik herzukommen und den Tag gemütlich, lehrreich, spannend und lustig bei dem Herbstfeuerfest zu verbringen. Vielen Dank. Danke auch. In unserem täglichen Blick in die Geschichte der Lausitz widmen wir uns jetzt dem Bergener See. Am 12. Oktober 2010 kam es da zu einem Unglück, bei dem zwar keine Menschen verletzt wurden, viele Tiere jedoch einem Erdrutsch zum Opfer fielen. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Am 12. Oktober 2010 gab es am Bergener See eine großflächige Rutschung. Gegen 14 Uhr senkte sich das Erdreich auf einer Fläche von fast 2 Kilometern Länge und 600 Metern Breite im ehemaligen Tagebaugebiet Spreetal ab. 5 Lkw, die Erdmassen transportierten, wurden von dem Grundbruch überrascht. Die Fahrzeuge stürzten teilweise um oder sanken im Morast ein. Alle Fahrer konnten sich in Sicherheit bringen. Durch die ausgelöste Flutwelle wurden mehr als 80 Tiere einer Schafherde begraben. Bis heute ist der Bereich noch großflächig gesperrt. Die Sanierungsarbeiten mit gewaltigen Erdbewegungen sowie die starken Niederschläge zum damaligen Zeitpunkt wurden später als Ursache für den Grundbruch angegeben. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Wie das Wetter am Wochenende wird, ob Sie den Herbst genießen können oder nicht, darüber werden Sie gleich informiert. Zuvor werfen wir einen Blick auf die Veranstaltungen der kommenden Tage. Vielleicht ist etwas Spannendes für Sie mit dabei. Die Stadt Finsterwalde findet, dass es nach 6 Monaten der Aufbewahrungsfrist Zeit wird, verlorenen Gegenständen in ein neues Zuhause zu verhelfen. Seien Sie dabei, wenn das Fundbüro der Stadt Finsterwalde am 12. Oktober um 10 Uhr zahlreiche Gegenstände, darunter größtenteils Fahrräder, versteigert. Die Gegenstände und Fahrräder können 30 Minuten vor Beginn der Versteigerung besichtigt werden. Parallel zum bereits empfohlenen Herbstfeuerfest findet in der Energiefabrik Knappenrode die 7. Modellbahnwerkstatt im Jahr 2024 statt. Eingeladen werden sowohl große als auch kleine Gäste in die Vereinsräume der Energiefabrik Knappenrode. Ein Teil der Modellbahnanlagen wird wie gewohnt in Betrieb sein und es wird aktiv an ihnen gewerkelt. Auch Fragen rund um die großen und kleinen Bahnen werden gern beantwortet. Zusätzlich findet am Samstag auch ein kleiner Modellbahn-Flohmarkt statt. Eine tolle Veranstaltung für alle Interessierten mit besonderer Atmosphäre.
Wann wart ihr das letzte Mal so richtig wütend? Im Workshop Mut zur Wut, lass es raus, werden Mädchen und Frauen ermutigt, ihre Meinung selbstbewusst zu äußern. Dabei stellt ihr während des Workshops euer eigenes kleines Magazin her. Alle Kenntnisse dafür werden euch vermittelt. Die Teilnahme ist kostenlos und für Essen und Getränke ist gesorgt. Wir starteten mit einem bewölkten Himmel in den Tag, teilweise sogar mit Niederschlag. Der gesamte Vormittag gestaltete sich eher betrübt, aber zum Nachmittag lockerte sich die Wolkendecke dann etwas auf und wir konnten ein wenig Sonne genießen. Dennoch blieb es den gesamten Tag über eher mild bis frisch, mit maximalen 13 Grad im Norden der Lausitz und 8 Grad in den Gefilden. Nach dem eher stürmischen Tag zuvor hat sich der Wind heute etwas gelegt. Die Nacht klart auf und es wird mit 6 Grad kühl. Gegenteilig zum heutigen Tag startet der Samstag mit klarem Himmel, trübt aber über den Tag hinweg immer weiter ein. Auch der Wind kehrt wieder etwas stärker ein. Tagsüber erreichen wir milde Temperaturen von bis zu 14 Grad in der Niederlausitz und 10 Grad in den südlichen Regionen. Zum Abend hin ist der Himmel dann völlig bedeckt und es kann zu einzelnen Regenfällen kommen. Leider nicht ganz das Wetter, was wir uns für den Kometen erhofft haben. Wer wissen möchte, was es damit auf sich hat, der findet auf YouTube unseren Beitrag zu diesem seltenen Phänomen. Wer abends doch sein Glück mit der Sichtung versuchen möchte, zieht sich besser warm an. Die Temperaturen sinken auf bis zu 2 Grad. Am Sonntag und Montag halten sich die Temperaturen. Ähnlich wie am Samstag werden maximal 9 bis 13 Grad in der Lausitz. Am Sonntag sollte man auf Regen und einige stärkere Böen gefasst sein. Der ganze Tag über bleibt teilweise bewölkt. Auch der Montag bleibt überwiegend bewölkt, aber es wird weniger windig. Die Nacht vom Montag zum Dienstag wird noch kühler als die Nacht zuvor. Während die Thermometer Sonntagnacht auf 9 Grad fallen, sinken sie in der Nacht vom Montag auf bis zu 3 Grad. Das war die Drehscheibe Lausitz für diesen Freitag. Sollten Sie jetzt erst eingeschaltet haben oder einen Beitrag noch einmal sehen wollen, dann können Sie den ganz einfach auf unserem Lausitzwelle YouTube-Kanal finden. Dort können Sie die einzelnen Beiträge auch liken und kommentieren. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken zu unseren Berichten. Jetzt im Anschluss läuft hier die Lausitzwelle Regionalzeit aus dem Elbe-Esterland mit meinem Kollegen Ingo Schleiernick. Ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderbares Wochenende. Auf Wiedersehen! Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.